Hola chicos y chicas, hier ist der Mr. Mangobaum aus dem Schnitt. Ich wollte nur mal ganz schnell darauf hinweisen, dass dieses Video, ich weiß nicht, ob es Donnerstag oder Freitag hochgeladen wird. Also das Video, was ihr gerade schaut, das wisst ihr ja, ob es jetzt Donnerstag oder Freitag ist. Aber ich muss die Leute warnen, die am Donnerstag meinen Stream geschaut haben, meinen Twitch-Stream live oder im Nachhinein auf Twitch. Denn dieses Video wurde vor diesem Stream aufgezeichnet. Ihr werdet es aber, wenn ihr es jetzt nach dem Stream schaut, dann seht ihr Sachen, die vor dem Stream passiert sind. An alle Leute, die sich jetzt fragen, was für einen Stream, denen sei gesagt, ihr schaut am besten das Video weiter und dann wartet ihr auf den Freitag, denn dann lade ich den Stream hoch, in dem es dann ein Finalspiel zu sehen gibt. Genau, denn es ist nämlich so, dass ich dieses Video am Donnerstag aufgenommen habe, aber wahrscheinlich erst nach einem Stream hochgeladen habe auf YouTube, also das hier Video, ne? Aber währenddessen schon einen weiteren Stream gemacht habe auf Twitch, in den ich dann schon weitergemacht habe. Also an alle, die diesen Twitch-Stream schon gesehen haben, die wissen ja, wie das Finalspiel ausgeht, in der Champions League hier. Aber hier spiele ich erst nochmal das Finale. Also an alle, die den Stream schon gesehen haben, das ist schon alter Stuff und alle, die den Stream noch nicht gesehen haben, die bleiben am besten hier und schauen sich den Stream dann nachher auf Twitch an oder schauen sie ihn am Freitag an, nämlich dann lade ich ihn auch noch zusätzlich auf YouTube hoch. Gut, das war's dann von mir. Habt alle noch viel Spaß bei diesem Video. Das war euer Mr. Mangobaum aus dem Schnitt. Hola chicos y chicas and welcome to a new video on this channel. Ich bin der Mr. Mangobaum und das ist FIFA Mobile. Ja, seit langer Zeit gibt es mal wieder ein FIFA Mobile Video. Es ist schon ein bisschen her. Es ist in diversen Streams schon einiges passiert. Die könnt ihr gerne nachholen. Dafür müsst ihr einfach nur in die FIFA Mobile oder in die Stream Archiv Playlist von mir schauen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein in den ersten Skill. Warum? Vielleicht spielen wir heute noch ein bisschen Champions League. Icon-Wege wahrscheinlich nicht, weil ich dann nicht weiterspielen darf. Und ich würde sagen, wir starten rein. Oh mein Gott, Deutschland, Torwart, nicht Ulreich. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja Leute, so viel Pech kann man haben. Man hat eigentlich Glück, denn man bekommt relativ selten hier einen Walkout, nenne ich es mal, einen Champions League Spieler. Aber dann einen Ulreich zu bekommen, den ich nämlich schon mal habe, in meinem Tor, ist natürlich echt schade. Hier können wir leider auch noch nicht weitermachen. Wir werden wahrscheinlich heute gegen Ende des Videos das Champions League Turnier des Halbfinale spielen. Ich kann euch gleich sagen, es war echt schwierig gegen United zu spielen. Im Stream habe ich zwar relativ hoch gewonnen,
5:1 und einmal 1:0, das war dann nicht so hoch. Das Problem ist, man muss halt beide Spiele gewinnen, was unrealistisch ist, nämlich wenn du das erste Spiel eigentlich 3:0 gewinnst und das zweite 2:0 verlierst in einem in einer K.O.-Runde, ne? In einem Champions-League-Halbfinale bist du ja trotzdem weiter, weil du mehr Tore geschossen hast. Ist ja aber nicht so. Und die Gegner sind wirklich so stark, wie es da steht, Gesamtstärke 100, die spielen wirklich stark. Ich denke aber, wir spielen erstmal Division Rivals, Eigenliga können wir noch nicht machen. Ich spiele vielleicht noch ein versus Angriffsspiel, würde ich sagen. Und dann starten wir jetzt mal da rein. So, da bin ich. Wie ihr seht, wir haben Mohammed bekommen. Und wir müssten das Ding eigentlich relativ klar gewinnen, wenn wir nicht zu schlecht sind. Ich hoffe einfach mal, dass es was wird. Sonst wäre das echt blamabel. Er hat eine 87,59. Und ich habe eine 94,68. Boah, ich habe jetzt ein bisschen Druck. Eigentlich habe ich ganz viel Druck, wenn die Gegner schlecht sind. Also schlechter als ich. Weil ich dann ja gewinnen muss. Ich habe den Ball schon mal verloren. Das ist gut. Eigentlich müsste so ein Ball in die rechte Ecke gehen. Wie vorhin bei dem letzten Tor gegen Schachtar Donetsk. So wie es Haaland gemacht hat, das war echt gut gegen die Laufrichtung. Nein, ich bin auf Passen gekommen, scheiße. Ja, Tom, mach doch die tolle Chance. So. Toll, jetzt haben wir es knapp gemacht, ich bin auf Passen gekommen. Super Tor, wunderschön gedreht. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Druck. Okay, gut. Ja, komm, jubel nicht so lange. Ist ein bisschen stressig. Ich denke, fürs Angriff kommentiere ich eigentlich immer, es sei denn, ich mache dieses zweimal Geschwindigkeit an. Das habe ich nur beim ersten Mal gemacht, dieses erhöhte Geschwindigkeit genutzt. Ich könnte, wenn ihr wollt, mal ein Video zu meinem Schnittprogramm machen. Nach dem Update hat sich nämlich dort einiges verbessert. Etwas verschlechtert auch eine Sache, die ich oft genutzt habe oder immer noch nutze. Hat sich verschlechtert meiner Meinung nach, aber viel hat sich verbessert. Dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich da mal ein Video drüber machen soll. Das wird dann wahrscheinlich ein Shorts-Video, weil ich das hochkant aufnehme, im Hochformat. Aber das wird eigentlich relativ interessant sein. Wir gewinnen natürlich zum Glück ein Tor, ja, der Hammer versemmelt. Aber ja, das ist doch eigentlich ganz annehmbar und ich würde sagen, wir machen jetzt noch das Spiel gegen Man City. Never gonna work a 9-to-5. Broken heart but stays alive. Model picture from time to time, but either way she flows it. Walks around like she owns it. Bad chick and she knows it. Mean face when she poses. Always bathing under the city lights. Love drunk, can't get it right. Different club almost every night. Every morning another flight. With a broken heart, no use. Battle scars and tattoos. Fake smiles and excuse. Hiding what she's just afraid to lose. Love isn't on her menu. It is always on her plate. A side dish she continues. Just in case it's too late. She's sparking just to numb the pain. Maybe it'll fade away, but feels it every single day. Since back in the month of May, she can't go home alone. So she's hiding on the phone. Can't stand being on her own. Always needs someone to hold. Can't get her off my mind. I call her all the time. She always hits decline, and I know she's getting high. Staying in my paper 10, where the fun ain't got no end. And I know
now she's getting high like. Can't go home alone again, need someone to numb the pain. And I know she's getting high like. Staying in my play pretend, where the fun ain't got no end. Can't go home alone again, need someone to numb the pain. Ich muss ehrlich sagen, das war wirklich persönlich für mich ein bestes Spiel, was ich je in FIFA Mobile gemacht habe. Weil es war der stärkste Gegner, den ich besiegt habe. Ich rede jetzt von 1 gegen 1. Ich war auch ziemlich stolz auf mich, als ich im Versus Angriff spielen, als ich damals in der Liga war, gegen stärkere Spieler einige Tore geschossen habe, die echt kompliziert waren. Aber vor allem, ich weiß nicht, war es das 4-0 zwischen Mount und Haaland, dieses Zusammenspiel mochte ich richtig. Mount war außen, Haaland war eigentlich innen, aber er spielt den Pass auf Haaland, Haaland wechselt auf die Außen, Mount zieht dann aber nach innen, ich passe wieder zurück zu Mount, er ist dann halt im Strafraum und macht das Ding rein. Das ist wunderschön, wunderschön, wunderschönes Tor von ihm. Solche Spiele mag ich. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut heute bei meinem Stream zu. Ich weiß nicht, ob ich das Champions League Halbfinale gegen City noch spiele. Also heute nicht. Ich meine, ob ich es im Stream spiele oder vorher. Ich denke, ich spiele es vorher und dann im heutigen Stream, nicht im heutigen Stream, was rede ich? Im Stream, der für die YouTube-Leute, am Samstag oder am Freitag, am Samstag online kommt. Der beinhaltet das Finale. Aber ich will nochmal ausdrücklich warnen, weil der Stream, den ich Donnerstag mache auf Twitch, da spiele ich das Finale. Aber dieses Video kommt hier erst am Freitag raus. Aber für alle, die auf YouTube sind und sich nicht spoilern lassen wollen, die dürfen eigentlich den Twitch-Stream nicht schauen, weil, ja gut, das ist jetzt doof, das wisst ihr ja noch. Aber das werde ich dann im Stream nochmal sagen. So, dann würde ich sagen, was das mit der Champions League, aber noch nicht ganz, weil ich würde jetzt erstmal schauen im Shop nach bestimmten Spielern nochmal, nicht im Shop, sorry, im Markt wollen wir schauen nach Stürmern. Ich habe jetzt nicht sonderlich viel Geld gemacht, Liga, aber darauf könnt ihr euch auch einstellen für den Stream. Vielleicht, ist ein alles ist möglich, Donnerstag. Mal sehen, ich kann das Champions League Spiel da nicht spielen. Wenn ihr es nicht wollt. Foden. 2,63. Okay. Ulreich. Einen von euch muss ich verkaufen. Bitte. Einer will Ulreich. Nein, shit. Keiner will Ulreich. Das ist doof. Timber. Nein, Mist, der muss Punkt erst loswerden. Madeiros, den wollen immer noch alle verkaufen. Delaney wollen immer noch alle verkaufen. Christensen,
Fallen auf alle verkaufen. Pereira kommt schon. Danke, danke. Bestätigen. Auftreten. Kommt. Please. Ja, er ist verkauft. Und wie viel habe ich? 266. Habe ich genug? Foden? Ich habe genug für Foden. Okay, das ist gut. Ich könnte mir auch Kane holen, aber der ist relativ langsam. Foden? Foden, oh, Foden ist der perfekte Spieler. Darker? Will den jemand verkaufen? Für 249. Wie sieht's bei ihm aus? Der ist richtig schnell schießen. Ja, er hat auch noch physisch ein Ultra, ein Monster. Okay, ich glaube, ich bin momentan bei Darker. Lukaku habe ich schon. Will den hier jemand verkaufen? Den will ja niemand verkaufen. Und der, den wollen auch alle. Dann hole ich mir Darker. 249. Komm bitte. Warum funktioniert's nicht? Oh ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab Darker. Und jetzt kann ich Haaland verkaufen, weil Haaland ist nicht Premier League. Aber wir haben einen guten Ersatz gefunden, einen schnellen Spieler, der gut schießen kann, der beweglich ist, der einigermaßen gute Physis hat. Passen ist nicht ganz so gut, aber das juckt mich jetzt relativ wenig. Wir haben Darker. Darker, wir können ihn reinpacken. Für Haaland. Hat er denn schon hier Skillboosts? Ne, noch nicht. Ihr seht, er ist in einigen Sachen schlechter. Zum Beispiel physisch etwas auf ein Schießen, aber das ist minimal. Beweglich hat er 91. Passen sogar ganz gut und er ist auch ultra schnell. Mit ein paar Skillboosts. Und wenn wir dann Haaland noch verkaufen können, wenn er verkauft werden. Ja, wenn es geht, ihn zu verkaufen. Wir sind jetzt erstmal schlechter geworden, aber ich kann ja Skillboost rein rudern und dann ist das alles wieder super. Dann würde ich sagen, war es das von diesem schönen Video. Ich hoffe, ja, ich streame, alles ist möglich, Donnerstag, hier, wo ich jetzt auch gerade aufnehme, aber dieses Video kommt für Freitag raus. Dann FIFA Mobile und ich erwähne das dann auch noch im Stream. Alle, die sich nicht spoilern wollen, die sollen diesen Stream nicht schauen, weil hier spiele ich schon mal gegen Man City. Das würde ein bisschen die Spannung nehmen, aber Man City war eigentlich ein echt guter Gegner, weil ich kann leider nicht Ajax an einem anderen Tag spielen, weil das heute abläuft. Und dann würde ich sagen, war's das von mir. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne, wie gesagt, auf Twitch vorbei, für mehr FIFA Mobile. Auch gerne beim Consti, der streamt auf Twitch und lädt das auf YouTube auch sehr viel hoch, FIFA Mobile Content. Und dann würde ich sagen, war's das von mir. Habt alle noch einen traumhaften Tag. See you next time. Tschüssi. Get it.